Herzlich willkommen zur 21. Folge Satisfactory mit der Felix. Guten Tag. Hallo. Wo hattest du die Schrauben hingepackt, die du gemacht hattest? Im Inventar. Da liegen sie warm und trocken, würde ich behaupten. Muss hier vorne runterkommen. Ach so, das Ich schmeiße sie hier vorne hin. okay. Oh, ich habe sogar gestapelt. Oje. Ups. Ich habe ein paar Kisten eingelegt. Na dann. Ich stelle auch noch eine Kiste um. Da ist Kohle drin. Die kann ich aufnehmen. Oh, shit. Irgendwann schaffe ich es nochmal, das Teil richtig zu setzen. Ich feuer dich an. Wann bist du bereit? Immer. Okay, Felix, komm! Mach es! Felix! Also besser Nice. konnte ich das Ding, glaube ich, nicht dran setzen. Jetzt habe ich nämlich keinen Platz mehr, um dann das Fließband da reinzusetzen. Aber ich habe es irgendwie reinbekommen. Ach. So, wo bleibt jetzt der Strom? Ja, die 30 Sekunden habe ich jetzt erstmal dafür gebraucht, um die Fundamente und sowas abzubauen. Wir bauen noch die Fundamente ab, ey. Wasserextraktor, wo ist der?
1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. So, das heißt, ich muss jetzt gucken. Pipeline-Kreuzung. Was denn? Nein. Da noch da und da noch da. Kreuzung. Kreuzung. Nein, nicht ins Wasser fallen. Oh, damn it. Wenn man ins Wasser fallen würde. Jimmy, Moinsen. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, dass ich die Kohlensymmetall kriege. Hat Vorteile noch. Toll, jetzt hat er unseren einzigen Weg schnell den Berg hoch weggerissen.
So, Förderband Splitter. Nicht mehr rüber oder was? Also ich muss schon sagen, das ist hier echt ein Jump-and-Run-Kurs. Findest du? Ein bisschen auf die Rohre überhaupt erstmal raufzukommen, ist schon irgendwie so eine halbe Kunst. So, dann hat der Künstler es ja wohl geschafft. Bewunder und so, ne? Das sieht so komisch aus von außen. Heißt. Trifft den genauen Punkt, wo es hinpasst. Das ist richtig, das ist halt, ja. Alter, Scheiße. Das hier sieht ja sehr interessant aus. Ja, bis bis da Sachen kommen. So. Jetzt brauche ich hier irgendwie. Kannst du die Stromverkabelung hinten mal übernehmen? Was sind das eigentlich für Dinge hier? Haben die Pumpen schon Strom? Nein, ne? Oh, ich bin im Berg runtergefallen. Nö. Das heißt, wir bräuchten jetzt erstmal irgendwie, was weiß ich, einen Biomasse-Generator kurzfristig. Dass wir das Ding jetzt mal anschließen können. Zwischen die Rohre gefallen. Nein. Nein, Wie kommt man immer natürlich so schlecht schön. wieder raus? Du könntest auch theoretisch gesehen hier vorne direkt vorne einen kurzen Lagercontainer setzen, dann kann ich meine 1000, was weiß ich, Kohle reinschmeißen. Ja, ich habe meine Folie schon überall reingeschmissen. Die Dinger sind schon voll. Aber dazu brauchen wir trotzdem erstmal Wasser. Biomasse dabei. Moment.
Und du meinst, mit Muskelkraft kann man nicht einmal kurz da eben ein bisschen Pumpi-Pump machen und dann macht er das, oder? Wenn du es kannst. Ich glaube, in-game. Lol, du kannst schlittern? Habe ich das gerade gemacht? Oh, cool! Ich finde immer wieder neue Sachen raus. Hast du getan. So, alles angeschlossen? Ja. Ich glaube, wir sollten es aber erst jetzt Dann kannst du alles nochmal bei machen. etwas. Mach nochmal. Reicht nicht bei der eine Generator für die paar Dinger da hinten? Guck mal, wie viel so ein Ding braucht. Ja. Wenn ich gleich A Haie schrei, sind hier Haie im Wasser, ne? Einer Wo braucht ist denn das 20 Ding? Megawatt. Ja, toll. Schließ mal ganz kurz, machen wir zwei aus. Sekunde. Kannst. Aber die gucken nicht an. Also irgendwo sollte Wasser ankommen oder zumindest Wasser im Rohr sein. Nö. Ist das undicht oder was das Rohr? Nö, hier ist Wasser drinne, aber ich glaube, du musst ganz am Anfang eine Pumpe machen. Ganz am Anfang. Mhm. Pumpe, Pumpe, Pumpe. Die jetzt oder was sind? Ich hätte sie sogar noch, glaube ich, einen Ticken weiter nach vorne gesetzt. Weil hier eine ganz kleine Steigung ist und irgendwo wird er vermutlich anfangen rumzuzicken und ja. Schieß mal Strom an. Ich hole noch mal neues Zeug. Zumindest wäre das jetzt meine Vermutung, dass es daran liegt. Weil ich meine, woran soll es sonst liegen? Keine Ahnung. Was die Bombe? Die hat aus Gründen keinen Strom. Weil wir Das ist die vermutlich nicht die. wieder leer oder was? Ich glaube eher, dass wir keine 20 Megawatt haben. Also wir haben ja 20 Megawatt plus die Pumpe brauchen wir jetzt ja an Strom. Das heißt, eigentlich müssten da zwei Ja, also Generatoren jetzt stehen. 24 Megawatt und das sind 30. Habe ich das falsch angeschlossen? Wieso? Auch 20. 20 Megawatt. Die Pumpe braucht 4. Macht 24. Der Biomassegenerator macht 30. Ich hole noch ein paar neue Blätter, mal gucken, ob es jetzt reicht. Ich habe eigentlich nur gehofft, dass es vielleicht reicht, mal ganz kurz hier. Okay, das Ding soll jetzt wieder starten. Ist die Pumpe auch grün, also sollte jetzt hier oben eigentlich irgendwann mal Wasser ankommen. Es ist zumindest jetzt Wasser schon mal ein bisschen in den Rohren hier oben.
Aktuelle Mengen Gebäude 0. Ja, es kommt einfach nicht an. Warum ist das so? Ich glaube, der braucht jetzt halt ein bisschen, dass der vorne ein bisschen Wasser rausgepumpt hat. Der kann ja auch noch eine gewisse Menge pumpen. Und jetzt muss das Rohr sich davor halt auffüllen langsam. Jetzt es gibt Wasser im Gebäude drin. Jetzt verbraucht er auch langsam Kohle. Der ganz linke. Der hat schon eine Kohle, ein Drittel oder so verbraucht. Okay, dann schmeiß jetzt mal. Warte mal, ich guck mal auf den Strom. Ja, versuche jetzt mal vorsichtig mal den zweiten Wasser. Oder? Ja, mach schnell wieder aus. Habe ich ja schon. Ja, es ist halt zu. Was Ding braucht? 20, sagtest du, ne? Setzen wir halt hier nochmal einen zweiten hin. Ich besorge nochmal Holz oder beziehungsweise Blätter. Ich glaube, wir kriegen aber noch nicht genug, dass das schon mal dauerhaft laufen kann. Und vor allem vielleicht sollten wir erstmal. Ach so, na gut, wir müssen es ja so ein bisschen überbrücken, bis dann die Kohle hinten ankommt. Das ist das Hauptproblem, aber eigentlich sollten wir es mit der Kohle, die ich im Inventar habe, locker schaffen, das zu überbrücken, wenn dann halt mal die drei Wasserpumpen laufen würden. Ja gut, wir brauchen 45 mal 5 sind. Zwei 25 oder nicht? 325, das heißt, wir brauchen eine Pumpe macht 300. Bräuchten wir sogar nur. Durch 45. Also eigentlich mit drei Pumpen könnten wir 20 Kohlegeneratoren betreiben. Da läuft jetzt die Pumpe. Vielleicht ist der eine Kohlegenerator jetzt so gut, dass er durchlaufen kann. Lies mal jetzt die zweite an. Ja.
muss erstmal das Viecher beim Arsch überleben. Vorsicht, muss ich schon. Okay, der zweite fing uns laufen. Aber er hat nur noch so wenig Wasser hier drin. Dann müssten wir jetzt aber unsere Fabrik mal anschließen wieder. Definitiv, ja. Aber jetzt haben wir ja gerade genug Strom. In welcher Leitung kommt das an? Es gibt eigentlich nur eine, die du. Also mal frei hier. Es gibt keine freie. Nee. So leise geworden. Hört sich gut an, oder? Erstmal ja. So, wie weit sind wir jetzt hier? Aber guck mal, wir sind ja jetzt bei 316 Megawatt von 400, also ich glaube aber auch nicht, dass unser Kohlewand reicht. Wir sind aktuell 3 Megawatt über dem, was wir können, ne? Und ja, ich glaube, unser Kohleband reicht nicht. Ja, das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell der Kohlewand ausbauen. Eher den Kohleförderer, aber ja. Beziehungsweise, du kannst theoretisch gesehen ja einen kleinen Teil von der Kohle von dem 270er Band da abknapseln. Wenn du auf ein 2er Band das ganze Ding hier upgradest, was wir hier haben, kannst du ja mit dem Teiler das runternehmen. Weil wir brauchen ja nur 180 bei Kohle. Bisschen. Aber keine Platten halt. Also keine für Tier 2er Bänder. Hab ich aber noch. Bau mal dahin, wo du es. Wo ist denn das Band? Da irgendwo auf deiner Höhe müsste es sein. Also muss ich das hier einmal splitten, ne? Splitten, mit einem 60er Band rausgehen, dass du halt auch nur diese 60 Kohle, die wir Überfluss haben, runternimmst. Und dann da vorne mit dem anderen Kohleband für Strom zusammenpacken und da mit einem 120er rausgehen. Ja, aber ganz kurz. Na, komm schon. Erst mal wieder die Kohle anschließen. Und das war, glaube ich, ist das richtige Band. So, und das Band hier. Wedek, vielen Dank für den Foto.
So, was brauche ich jetzt mal? Ja, ich bin gerade ein bisschen im Stress. Warte mal, Moment. So, Fusionator. Ein Spieler ist im Weg. Okay. Damit ein Dreier. Was kommt das andere Band jetzt hier? Ach da. Damit ein Dreier. Und na, eigentlich müssten wir hier mit einem Zweier rausgehen jetzt, ne? Mit dem Zweier bis zum Stromteil hinten hin. Ja, warte mal, ich brauche jetzt aber trotzdem das ganze Ding jetzt erstmal hier jetzt einsammeln. Damit da zumindest irgendwas läuft und dann kann ich jetzt hier auch upgraden. K2, MK2. MK2. Und die Materialien. Das reicht nicht mehr. Hast du noch Platten? Nein, keine einzige. Ah, da, Deckbank. Das war eine Ausrüstungswerkstatt. Aber wir sind leider am Ende der Folge angekommen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Lass mich ganz kurz noch hier. Verstärkte Eisenplatten. Was fehlt mir da? Schrauben. Hast du Schrauben? 96, aber ich glaube nicht, die FC so viel helfen. Nee, gut, dann würde ich sagen, erstmal nach Hause rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.